out of eyes, tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be my. Yo, was geht, my friends? Willkommen zurück zu Resident Evil 10. Bei diesem Dude haben wir uns letztens unser Scheiß verkauft und haben über 100k gemacht. Ne? Jetzt bist du wieder unter 100k. Also so schnell kann das gehen. Wir machen weiter. Wir setzen uns das letzte Bauteil von Evelyn... Nee. Rose ein. Gott, ich habe immer Evelyn im Kopf wegen dem siebten Teil. Digga. Na dann, was haben wir eigentlich? Das ist Torso. Ein Glasball, meine... Siegel auf die. Egal, gucken, was passiert, ne? Ich würde mich verarschen. Was? Oh nein! Nein, 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 nein. Okay, meine Waffen sind bereit, ich hab. Ich hab so ein Gefühl, dass wir da lang müssen, aber so sicher bin ich mir jetzt nicht, ne? Ich meine, der kann ja auch da sein, ne? Ah ne, da waren wir ja. Ja, ja, da war die Hölle, Junge. Aber hey, Resident Evil, wir sind... Warte mal. Wir können nicht sterben, theoretisch. Weil wir diesen Dude aufsuchen müssen, sollen. Oh. Oh. Ich war gerade überlegen, ob ich mit dem Boot da lang muss, aber ich lehne. Nee, gehen wir doch lieber den alten Weg. Damit sind wir doch nicht fertig. Da müssen wir was machen. Richtig. Ja, Mann. Und jetzt geht's los, Digga. Jetzt geht die Party erst richtig los. Jetzt beginnt die ganze Scheiße. Okay, warte mal. Kelch der Giganten. Boom, Alter. Meine Theorie hat sich bestätigt und wir hängen in der Cutscene fest. Gucken wir uns mal an, was passiert, ne? Bitte was? Wo ist das denn? Hau rein! Achso, ey. Na geil. So war das jetzt nicht geplant, ne? Also eigentlich wollte ich jetzt einfach wegspazieren, ne? Und das Blöde ist, dass ich kann von jeder Seite angegriffen werden, was nicht so geil ist. Ah, ich habe die falsche Schrotflinte getuned. Geil, ne? Guck mal hier, Kimmel und Korn, Digga. Ich kann es nicht mal anvisieren. Gut, dann gucken wir, was passiert, ne? Moment. Wir fahren noch eine Runde Aufzug. Ey. Wir müssen den Dude. Ja, das heißt, wir dürfen. Mach dir keine Sorgen, oh. Das Kind. Alles wird gut. Ach da. Na los, komm einfach über die Brücke. Nein. Wir dürfen eigentlich nicht sterben, ne? Weil er will mit uns quatschen. Das ist wie so rein theoretisch sicher. Aber sicher ist sicher. Wir machen noch einen kleinen Checkpoint. Ja, sieht sehr friedlich aus, ne? Oh, Junge. Ah! Ethan Winters. Schrei doch nicht so, meine Fresse. Du hast Donner und Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ja, schön. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Wer war das nochmal? Keine Sorge. Das ist keine. Meine Frau war das nicht. Die hieß Mia. Guck mal. Nee, warte mal. Das ist doch gefühlt eine Folterkammer, Alter. Ach, scheiße, Junge. Hallo, ich sollte mich hier melden beim Bewerbungsgespräch. Hallo? Hallo? Can... Oh. Yeah. War doch so klar. Kommst du hoch?
Ich finde, dass die Keller schon so aussehen, ne? Mach doch die verschissene Taschenlampe an, Digga. Ich sehe einen Scheißdreck. Haben wir jetzt hier lang, oder? Irgendwas ist ja passiert. Ah, hier, oh. Oh. Oh nein. Wir machen einen kurzen Prozess. Ich bring dich um. Und wie auch immer ich Rose retten soll, es soll funktionieren, hat er ja gesagt, also. Ich sehe nichts. Ihr könnt es nicht vorstellen, aber ich sehe... Hä? Bin ich falsch abgebogen, oder was? Wie gesagt... Wo bin ich jetzt gelandet? Geht's hinter mir weiter? Nein. Geht's hier weiter? Nein. Geht's hier weiter? Ich sehe nichts, ne? Nichts? Okay, ne, geht doch nicht weiter. Bin ich überhaupt richtig? Vielleicht quatschst du mit mir, Bro? Ich habe keinen blassen Schimmer, wohin ich muss. Ja, klar. Also doch durch den Keller. So eine Diva, Alter. Ich sag's dir. Vielleicht führst du mich mal. Hier ist doch alles leer. Heisenberg aufsuchen. Heisenberg? Kommen Sie bitte aus Ihrem Versteck raus. Ey. Hier ist nichts. Ja, natürlich, du. Mia? Rose? Wahrheit tut weh. Oh Gott. Gib's zu. Jetzt drück du ab. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das. Komm mal ins Lichten. Verdammt, ich rede. Oh, fuck. Letzte Warnung, Penner. Bitte verzeihen. Gegen das Ding da will ich nicht kämpfen. Na ja, klar. Da hab ich richtig Bock zu. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe. Und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ich verstehe gerade so einiges nicht. Du bist Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an. Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran. Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Ah, fuck you. Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Nein, bist du dumm? Ey, ich will auch was machen. Du Vollidiot. Du Bastard. Ey, ey, ey. Jetzt, first try, jetzt müsst ihr mal gucken, ne? Jetzt
ist der Dude aus dem 7. Teil. Ey, wenn das ist, der ist eine 11 von 10. Also denn... Weil das ist ja dieser bekloppte Vater, der... Nope, das ist er nicht. What the... Ey, das warst schon du alleine, du kleiner Bastard. Scheiße. Wohin? Ich sehe nichts, ne? Geh doch in Deckung! Ja, da rein, los, komm, hopp! Geht's weiter? Nee. Was war das für ein Ding? Du wolltest es ja selber rausfinden. Oh, jetzt klebt der uns am Arsch, Junge. Super, hast du wirklich super gemacht. Hast du super gemacht, Digga. Jetzt haben wir noch so einen Dude hinten am Arsch kleben. Junge. Es hätte so richtig laufen können, ne? Wo muss ich denn hin? Gott. Es hätte richtig laufen können, ne? Wir hätten uns einfach ausgemacht, Digga. Ich hätte ihn getötet, ne? Zu hinten angegriffen. Aber nö. Digga, jetzt geht. Ich hab so null Bock gegen diesen Vieh zu fighten, ne? Ihr wisst es. Das ist schlimm. Schlimmer als dein Vater, Alter. Jetzt kletter da hoch. Hey, der normale Menschenverstand würde sagen, nein. Oh mein Gott. Wie viele Schüsse braucht ihr? Oh, kacke. Zähl ich natürlich. Das wird kritisch. Das wird kritisch. In the face, Mann. Hilft gegen Kopfschmerzen. Oh, ey. Boah, voll in den Schädel, Alter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht. Oh, ich will nicht. Ja, jetzt renne ich wieder zu dem Dude hin. Ne, mit... Hochmotiviert. Oh Mann. Keiner will da freiwillig hin, Digga, ne? Immer ja klar, draufgegangen wäre ich oder so. Aber das muss ja nicht unbedingt durch den sein. Stöhnt der so beim. Digga. Heilige Scheiße. What? Ich muss zurück nach oben. Der. Ich weiß ja nicht, was schlimmer ist. Das Schloss oder das hier? Schön. Aus der Fabrik entkommen. Warum habe ich das Gefühl, dass gleich was so geballert kommt? Nee. Oh nein. Nein, da war doch. Oh, Glück. Ich dachte, ich will es irgendwo. Da war so eine Kiste, die wollte ich haben. Ich habe den Abgrund nicht gesehen. Bin ich auf die Fresse gefallen. So ein neuer Versuch. Ich sehe halt nichts, ne? Ah, jetzt. Ich mein. Oh, ja. Das meine ich, Digga. Warte, wir machen es so. Oh, Digga, was geht? Lange nicht gesehen, Bruder. Ja. Lange nicht gesehen, Alter. Was machst du da? Der ist aber überall. Okay, Gott, viel. Ist nicht viel, aber immerhin besser als nichts, ne? Bis nächstes Mal. Wie nächstes Mal. Kann ich erst den Checkpoint? Oh, geil. Geil. Gott, dann fahren wir noch einen Aufzug, ne?
Du kommst mit. Ja, das war doch irgendwie klar, ne? Also, wo bin ich denn? Überraschung. Kann man das bitte so regeln, dass sie das, also. Mich würde es nicht wundern, wenn irgendwas gerade passiert. Okay. Sieht leicht zerstörbar aus. Höhe, ne? Oh. Ja, das ist ja nichts. Mal die Fresse, Junge. Oh. Hätte ich euch ja nicht gesehen. Na, komm mal her. Komm her, wir machen ein Foto. Komm her. Bitte lächeln. Der hat den Viabrill auf. Oh Mann. Weiter geht's. Ja, mit einer Sniper. Ich renn mit einer Sniper, Digga. Aber ein Vorteil hat's, ich muss ja nach oben. Und nicht wieder Kilometer weiter unten in dem Erdkern. Hat aber auch einen Nachteil, ich hab keinen Bock. Maschallah, Digga. Wir brauchen Munition. Für den Notfall. Also eigentlich 24-7. Ich dachte, ich muss da oben. Warum bin ich jetzt einfach mal wieder unten? Ey, Seth, gehe ich doch in irgendeine Boss-Arena? Sag mal, laufe ich gerade im Kreis? Nee. Ey, man klopft. Und dann fragt man jetzt, ob man rein darf und nicht erwischt stürmen. Wisst ihr, Junge? Wisst sicher jeder. Richtig, die warten. So, jetzt 1 gegen 1. Komm. Andere, komm. Kommt ihr oder nicht? Ja, müsst ihr wissen. Hallo. War doch einer. Hä? Bin ich blöd? Da war doch einer. Na klar, ich höre dich doch. Was ist denn das? Passt nicht. Die geht einfach ohne. Oh, ja, jetzt muss ich irgendwas gießen, oder was? Junge, ich will doch einfach nur raus. Hi! Kannst du mir den Weg zeigen? Nee? Okay. Kannst du mir den Weg zeigen? Ey, warte mal. Ey! Einzeln. Voll im Hals, Junge. Was eine Geburt. Oh, geil. Dann machen wir die sicher, ne? Ey, aber das Ding ist halt, wir haben Platz im Inventar. Nicht viel. Und 10.000. Das ist so dunkel, ne? Nicht genug Schirm drauf zu sein. Ey, soll ich hier einfach Techniker machen, Digga? Erst muss ich noch was gießen. Wow.
Er wird doch gleich zum Leben. Hab ich wieder. Alter. Komm, Bre, wir wissen alle, dass du lebendig bist. Da. Neue Knarre? Oh. Walla, Digga. Oh, Scheiße. Ich überrasch nichts mehr. Gerade so noch. Letzter Schuss. Ey, wie viel der Wert hat? So, jetzt ist wieder. Oh, ja. Jetzt bist du. Oh. Jetzt darf ich wieder da runter. Muss ich das Ding da rein tun? Ich will nicht, ne? Habt ihr schon die Hälfte vom Weg vergessen? Ah, ne, das war hier. Ah, hier. Und jetzt? Man kann ja selber sowas im Real Life gießen, ne? Hab ich mir auch mal überlegt, sowas zu machen. Stimmt geil. Danke. Seit wann quatscht der? Ne, warte mal, das war. Irgendwo konnte ich es doch einsetzen, oder nicht? Oder nicht? Oh, wow. Ey, zum Glück habe ich das nochmal gesehen. Sag mal, bin ich richtig? Nee, ne? Bin doch falsch. Oder? So, warte mal, wir haben. Ah, hier. Halt euch sucht. Mensch, halt euch sucht, Alter. Jetzt setzen wir dieses hässliche Pferd ein. Mashallah. Ah, warte jetzt. Oh, ich sehe nichts. Oha, 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 oha. Ich stehe. Irgendwo häng ich im Weg. Sorry, Alter. Hättest du ja klopfen können oder sagen, hello, ich bin hier. Alter, ich dachte gerade, das wäre irgend so ein Kackmonster, ne, mit solchen... Junge. Na, ich werde denen alles zutun. Komm, letzter Dietrich. Mach was Gutes, komm. Stimmt, wir haben noch die Magnum. Ah, die kommt zum Schluss. Ja, dann machen wir auf. Haben wir irgendeinen Pferdschlüssel? Hm. Ich will da nicht runter, ne? Viele Schlüssel? Ja, scheiß auf. Ist da jemand? Ja, da kriegst du das Ding in die Fresse. Und... Ah, moin. Explosivgeschoss. Du lässt dich loben. Schnellzugriff. Perfekt, Digga. Ein Schuss, ja.
Würde ich sagen, heben wir uns auf. Nee, kriegst du das Ding voll ins Maul, Alter. Ja. Alter! Ey, ich wusste nicht, wie weit ich gehen soll. Weg, weg, weg! Alter! Oh, Alter! Ich mach das ja nicht mit Absicht oder so, ne? Ey, komm du mal! Oh, das war Ironie, ne? Haha, Opa! Ich muss ja gar nichts verschwenden. Komm her, komm! Komm, wir regeln das. Wenn du es überlebst. Ihr seid genauso dumm, Alter. Oh fuck, ich muss halt auch noch durch. Weg! Alter, Digga, du hast da kaum Zeit, ne? Ich sag's dir. Ey, noch mehr von den Dingern. Ey, das ist ein hell. Also hätte ich keine Medics, wäre ich jetzt gepickt. Ey, kommst du? Komm, Jala, komm. Ah, du bist tot. Toll. Komm, komm, wir zählen auf dich, komm. Komm, 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 komm. Komm, Oros, Oros, kannst gehen, ist frei. Ist frei. Habt ihr gesagt, ist frei. Komm. Oh, der ist tot. Oh, hoppale. Oh, first try. Kapi. Und eins und zwei und... Oha, knapp. Wie jetzt noch einer? Eins und zwei und... Oh, halt die Fresse. Wie viel Medics habe ich versaut? Zwei, drei, vier, fünf, sechs haben wir noch. Junge, ich schaff das noch, dass ich die Opfer wegkriege. Ich will jetzt irgendwie hier raus, Digga, ne? Come on. Ich werde noch nicht fertig mit dem Gespräch, ne? Hätte ja alles kommen können. Hätte auch sagen können, yo, ich gebe auf. Oh, Junge, da will ich nicht lang. Allein, dass der gleich auftaucht, Alter. Und dann, dass es wieder runtergeht. Das ist mir ein bisschen zu still, weißt du? So, die Stille, also in der Ruhe liegt die Kraft eigentlich ja, ne? Aber hier nicht. Das ist Reserve. Mit einem Zahnrad. Ich hab doch eins! Geht doch. Die Brunnenkurbel. Ach, warte mal, haben wir ein Zahnrad? Nee, ne? Scheiße. Nein, wir haben kein Zahnrad. Ey, komm, sag nicht, dass ich jetzt unbedingt eins brauch. Wir probieren es mit der Brunnenkurbel. Ah, komm mal, die Fresse. Da leuchtet es grün. Junge. Ich warte halt nur darauf, dass irgendwas kommt, ne? Ich meine, ich kann ja nicht irgendwo hingehen, wo sie mir einfach das geben, was ich brauche, ne? Ich sag euch, ich sehe nichts. Eine Mine? Geil. Da ging's auch lang. Hat jemand mein Zahnrad oder so für mich? For free? Ohne Jumpscare und so ein Scheiß? Oh oh. Hello? I need a new gun.
Und jetzt. Jetzt kommt irgendwas. Jetzt kommt irgendwas. Ich denke, das war doch so typisch, ne? Musik lang. Aber ist das ungefähr dieser Dude, den ich... Komm mal von da vorne. Ja, die Kreissäge. Voila. Hey. Jetzt hat was mit dem Dude zu tun, Alter. Fuck. Hä? Aber bin ich jetzt richtig? Ne, hier lang. Ah, oh, Junge. Muss das alles so kompliziert sein? So dumm, ich hab's doch gerade eingesetzt. Oh nein, oder? Ich muss das schmelzen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Guck mal, ich renne sogar falsch. Warte mal, ich kam von hier. Da. Nee. Hier. Wo war nochmal die Schmelze? Ey, den ganzen Weg muss ich mir merken, Digga, ne? Das kannst... Ich war drüben! Das... zählt nicht. Oh, Digga, einfach durchrennen. Die Fresse. Ey, lass mich doch drüben. Ich sehe nichts, Alter. Nichts sehe ich. Nichts. Wo war denn der Checkpoint? Wo muss ich denn lang? Hä? Oh. Ey, Junge, ich bin mies überfordert, ne? Ja. Warte mal, mir reicht's jetzt, Digga. Anzeige, Wie, Welt? Wie mach ich denn das heller? Das war's. Ich warte nur für jetzt, ne? Mashallah! Ich lasse das immer an. Oha, oha! Ich lasse das so. Ich lasse das so. Das sieht geil aus. Sexy. Jetzt habe ich immer noch keinen Platz im Schimmer, wo ich nicht muss. Oha, Digga, lol. Ich meine, es kann auch zu hell sein, ne? Aber wo ist jetzt die scheiß Gießerei? Ich komme ja da nicht hoch. So, das wiederum heißt, hier ist in der Nähe noch so ein scheiß Gießerei-Dingsbums. Ey, halt die Fresse, Junge, ich war drüben. Das macht keinen Sinn. Okay, das ist zu hell, aber ja, es ist doch ein bisschen zu hell. Ich stell's hinterher wieder runter. Ein bisschen. Ah, das sieht sexy aus. Junge, ich denk Nachtsichtgerät auf einmal.
So, jetzt sieht's geil aus. Ja, und jetzt, was soll ich jetzt hier machen? Ey, kann ich die Rotze nicht irgendwo anders gießen, Alter? Guck mal, habe ich gar nicht gesehen. Das siehst du gar nichts, wenn es so arschdunkel ist. Ja klar, hier ist so eine Gießerei. Ah, ja, das ist dieselbe Lu. Guck mal, wie geil das aussieht. Hat was. Etwas an Helligkeit. Wir können ja nochmal ein paar Medics erstellen. Okay, das Inventar, also zu hell, aber. Ja, glücklich. Freue dich nicht zu früh, Digga. So, das heißt hier lang. Guck mal. Wer sieht das? Hä? Soll ich das nicht kaputt machen? Check's nicht. Oh mein Gott. So. Großes Zahnrad. Bevor ich die Scheiße fertig habe. Klingelt, ab zur Pause. Ey, nee, warte mal. Gegen dieses Miststück verbündet. Ja, natürlich. Wirklich enttäuscht. Ja, hallo, reicht doch. Sie hat mich uns zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. Ah. Oh. Ja, reicht doch. Au! Ich stell mir gerade vor, wie ich dir Massos in die Fresse trete, Alter. Gott, jetzt müssen wir die schnell ausrüsten auf. Hier. Escape. Da war ja was. Bringt der nichts. Ich bin nicht wie meine Geschwister. Ich will frei sein. Weg von der Schlampe. Also brauche ich Macht. So viel, wie nötig ist. Zu vernichten. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Starken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Hey. Du hättest mich nicht abweisen sollen. Hey. Komm. Danke, Arschloch. Warte. Boah, jetzt soll der Revolver verwenden. Ah. Nicht nur eine aus, zwei. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich dachte, der hält mehr aus. Muss sie halt, ne? Nee, warte mal. Wir haben nur noch eine Mine. Wir haben doch noch eine Mine. Digga, so viel Scharfschützenmunition. Wofür? Ich kriege einen Stromschlag, kann das sein? Nee, warte mal, weißt du was? Nee, die nehmen wir erstmal mit. So. Blindgeschoss. Junge, was bringt mir das? Ich meine, gut, es kann was bringen. Aber jetzt nicht. Das ist jetzt der falsche Moment. Hier ist uns... Oh mein Gott, du scheiß Missgeburt. Ich... Oh, ey. Warte mal, ich habe vier.
Junge, ich hab den ja gar nicht für voll genommen. Guck mal, weißt du was? Au. Eine. Eine bringt ihn zum... Okay, wir haben noch einen Haufen Minen. Die wir natürlich ersetzen. Digga. Was kommt da jetzt wieder ausgeschissen? Ich brauche unbedingt blinde Munition. Also wenn schon Mine rumlegen, ne? Da weißt du Bescheid und wirst sie benutzen müssen. Aber doch nicht für die. Hat jemand überlebt? Ich weiß, wie man Munition herstellt. Das Ding ist halt, es kann jederzeit überall irgendwo irgendwas herkommen. Das ist das, was ich nicht so geil finde. Vor allem diese Labyrinths, Alter. Du brauchst schon ein gutes Orientierungs-Win. Oder du glotzt alle 5 Sekunden auf der Map. Insbesondere, wenn du irgendwo abstürzt. Boah, ich hör doch den Du, Alter. Ich hör den doch. Na! Komm mal her. Eine? Das ist ja der voller Lauch. Ja, ich sag grad, der mehr aus, ne? Oh ne, nur einer, okay, krieg ich hin. Ja, dann topfit. Kann man rein theoretisch noch 3 umlegen. Ja. Was haben wir hier? Blinde, mashallah. Ey, aber. Solo wird auch langsam knapp, ne? Wie viel haben wir? 20. Oh ja, geh mir nicht auf den Sack, dann stürme ich halt Munition herstellen. Ey, hast du gewusst? Kannst du Munition herstellen? Guck mal. Hm. Wisst ihr, ich gehe da ungern rein, ne? Willst du so, wenn der Knopf steht? Oh, Junge. Oh, yes. Na, da kam ich nicht von hier. Also. Ich weiß es nicht. 100% kommt da jetzt irgendeiner hoch oder runter, wie auch immer. Ich höre den doch. Ich höre den doch. Ich muss da unten lang, 100%. Was passiert denn? Au! Ja, 100% stürzt. Ich bin überfordert, Alter. Ne? Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Blind? Ach, Pistole. Eine bessere Munition. Hi! Weg, 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 weg! Alter, selber verschluckt, Alter. Zu viel Luft geholt, Digga. Wie fahren wir noch? Hm. 2. Nett. Das ist nicht so geil. Kann ich theoretisch auch eigentlich das mit dem Messer machen? Nee, ich verschwende lieber meine Munition, weißt du? So. Ich hab eine Tellermine. Oh mein Gott! Ah, la 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 la. Oh ey, der duckt sich nicht mitten beim Sprinten.
Jalalalala. Lass bitte den Cutscene sein. Warte, was? Oder so. Hau rein. Oh, das habe ich gerade aktiviert. Ich weiß nicht was. Ich hoffe, ich habe was für meinen Vorteil was aktiviert. Liegt noch einiges vor mir. Jetzt bin ich ja wieder hier oben. Aber war da hinten nicht der Dude? Ah, da komme ich nicht hin. Scheiße. Wir müssen ein Checkpoint finden, weil langsam müsste ich speichern. Oder ist mein Vorteil? Das geht ein bisschen lange, das Video. Und ich kann nicht so speichern. Also der speichert nicht währenddessen. Für dich kacke? Für Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Natürlich. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Ach, ihr seid das. Und deine Familie sind mir sowas von egal. Richtig gottlos, Alter. Wow. Okay. Ey, wir müssen Checkpoint finden, Digga. Ist ja keiner auf der Map aufgezeichnet? Nein, sehe ich nicht. Na egal, also da ein paar Videos, die ein bisschen länger gehen. Ist ja auch nicht so schlimm. Scheiße, Junge. Ich stehe ungern, ne? Aber. Oh. Warte mal, so regeln. Siehst du wieder was? Oh, voll ins Auge. Gut. Gut, dass wir uns so einig sind. Was ist das da? Dietrich. Das ist ein Schraubenzieher. Warte mal. Kristalle, Kristalle, Crystal. Ja. Der kann nicht beim Sprinten ducken. So langsam, aber sicher müssen wir speichern. Oh, das hat gerade geknackt. Sag mal. Ah! Welch. Oh, geil. Crystal, Crystal. Kristalle für alle. Digga, wir machen wieder Plus. Jetzt nicht so viel? Na, also keine 100.000. Denke ich. Ey, Alter, ihr fällt alles auseinander. Ja, 100% falle ich doch eh gleich wieder runter. Kann ich den ganzen Scheiß wieder nur von vorne machen? Scharfschutzmunition. Ich meine, das Spiel ist ja nicht so, in einem Team mit dir, ne? Und lässt sich easy hochkommen, Digga, ne? Das wäre einfach. Insbesondere auf... Boah, ja, halt's Maul, Digga, das kannst du doch nicht machen. Der hat das überlebt. Ich fress einen Besen. Das... ist... overpowered. Bro, können wir bitte in einem Team sein, ne? Digga, der ist doch... mit Jetpack! Aber natürlich! Warte mal. Hier. Mach Boom. Hier. Boom. Hat das Vieh ein Jetpack, Digga? Ein Jetpack.
Ich meine, das ist uncool. Hör mal auf, Sachen runterzuschmeißen. Alter Junge. Ich krieg so eh gleich was ab und fällt runter. 100%. Kommt das? Was kommt denn als nächstes? Ein Panzer, Alter. Hier, einmal, Transformers. Kannst du doch keine Sau erzählen. Ich muss es irgendwie anhalten. Ja, klar, ich kletter oben drauf. Oh, oh! Naja. Gibt mehrere Möglichkeiten. Ich schieß drauf. Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2, ich hab keinen blassen Schimmer. Hä? Wie soll ich denn das jetzt anhalten? Was soll ich denn da machen? Hier ist doch kein Schalter, oder doch? Oder doch? Ich kam doch von da, richtig? Nein. Oh, mein Handy. Deswegen geht doch da lang. Oder? Doch, ich kam von da. Ja, ich kam von da. Ja, wie soll ich denn das Ding anhalten, ey? Oh! Ne, warte mal. Ich geh zuerst nach oben. Ehe mir noch so ein Vieh mit einem Jetpack über die Bahn kreuzt. Und mich ja gottlos auseinander nimmt. Werde ich mich in Sicherheit begeben. In Sicherheit bei einem Horror-Game. Aber meine Theorie war nicht falsch. Ich habe drauf geschossen, nur falsch. So rein theoretisch würde ich jetzt dauernd runterfliegen. Digga. Lass da bitte Munition drin sein. Bitte. Please. Na super. Ja, ich meine, vor dem Geld kann ich auch die Munition kaufen. Das ist jetzt nicht so ein schlimmes Thema. Ich brauche einen Checkpoint, Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob das kleine Kreis da oben links immer Vision speichert. Wäre geil. Weil den könnte ich einfach ausbauen. Oh. Ne. Ja, guck, Map an, fertig. Ich habe Orientierungssinn. Also entweder befreie ich da jetzt irgendwas oder ich ist ein Luftweg. Hört sich nicht gut an. Und jetzt kommt gleich irgendein Monster, 100%. Voila! Scheiße. Ja, Mann. 5-Schuss-Revolver, Digga. Aha, ich soll jetzt da reinspringen. Ich sehe nichts, ne? Ah ja, doch nicht da reinspringen. Ja, die macht mich tot. Aber ist es nicht giftig oder so? Das sieht danach aus. Und dreh. Oh, bin ich jetzt angekommen? Da ist an, ne? Und hoch! Nicht mehr lange. Aua. Sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Mit Rose. Wenn es dazu kommt, ich dachte, sie ist tot. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge. Ich halte sie auf. Ach, ich bin da. Aus Hilfe kann ich Miranda töten. Ja, die haben alle Probleme. Eben. Du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Ich will speichern. Du willst Rose? Versuchst du. Oh nee. Alter. Jetzt gib mir irgendeine Schmelze, Alter. Ey, kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht speichern kann, oder was? Es geht noch weiter,
Natürlich, Boho. Ich will nicht wissen, wie viele Stockwerke diese fucking hat. Oh ne, warte mal. Ne, warte mal, ich hab da gerade irgendwas rausgeholt. Das, da kommt doch gleich irgendwer. War ja klar. Ich muss ja da lang, scheiße. Digga! Okay. Das war's mit dem Video, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö mit Ö. Zombie Apocalypse.